Scheint, dass die Anwendung unerwartet geschlossen wurde. Ein Fehlerbericht zu senden hilft uns dabei, das Problem aufzuspüren. Fehlerbericht jetzt senden. Überspringen. PDXL Ungraceful Exit. Wird ein bisschen wie so ein schlecht geschriebener Computervirus, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber drücken wir auf mal PDXL Ungraceful Exit. War's das? muss ich noch was tun? Nee? Okay. Spielen. Warum kann ich nicht ein Spiel spielen, ohne dass es crasht, ohne dass es Bugs hat, ohne dass es irgendeinen Blödsinn macht? Warum muss das immer so? Ich spiele ein Videospiel, das Videospiel so, nee. Frag mich mal morgen. Heute nicht, kein Bock. Ah, ist super. Oh, jetzt müssen wir 5 Minuten im Ladebildschirm hocken. Ach nee. Wird großartig. Wunderbar. Ich liebe Stellaris. So. Für mich ist es von dem, was ich erwarte und haben möchte, ist das Spiel wirklich eine 8 von 10, vielleicht eine 9 von 10. Die Ladebildschirme könnten wirklich ein bisschen kürzer gehen. Ich habe jetzt schon 336 Stunden reingesteckt in das Spiel, sehe ich gerade jetzt dank Steam. Ihr seht gerade schwarz, ich sehe gerade schwarz. Keine Sorge, alles gut. Das mit dem Abstürzen ist schon doof. Und ich werde übrigens jetzt wahrscheinlich auch noch viele weitere Stunden in Stellaris reinstecken. Einfach weil das Spiel. Also ich weiß nicht, ob es interessant zum Zugucken ist für die, die es nicht selber spielen. Insbesondere da, wenn das Midgame losgeht, ist halt quasi nicht unbedingt viel los. Ne? Bis halt der Khan kommt. Und der Khan war jetzt dieses Spiel auch irgendwie so ein bisschen. Naja, er war jetzt nicht die größte Herausforderung. Naja, er war jetzt nicht irgendwie Ornstein und Smog oder so, keine Ahnung. Vielleicht bin ich aber auch in diesem Fall einfach mal gut im Spiel, ich weiß es nicht. So, ich habe aber Durst, dementsprechend trinke ich mal was. So, 30%, wow! Plus, das muss ich dem Spiel auch immer wieder gut halten. Das Spiel ist unglaublich schön. Und auch sehr detailreich, dafür, dass du eigentlich in den seltensten Fällen wirklich so nach ranzoomst. Wobei da auch wieder der Negativfaktor ist, Paradox Entertainment, wie sie ihre DLC-Politik gestalten. Da bin ich persönlich auch kein Freund von. Egal welches Paradox-Spiel, also ich habe jetzt City Skylines viel gespielt und Stellaris. Ich glaube, das sind so ziemlich die einzigen Paradox-Games, die ich spiele. Also die haben ja noch Surviving Mars und das war für mich komplett uninteressant. Ich habe da ein bisschen reingeschaut und gemerkt, nee. Dann haben sie noch Hearts of Iron 4, was halt auch für mich ein bisschen zu massiv ist als Spiel, dass ich mich da irgendwie reinwerfen möchte. Aber dass sie überhaupt noch nach so vielen Jahren das Spiel überhaupt entwickeln, ne, und da weitermachen und patchen, das finde ich gut. Aber wie gesagt, die DLC-Politik ist so ein bisschen. Wenn man die Spiele nicht aktiv spielt, ne, und mehrere hundert Stunden in den Spielen ansammelt, dann ist die DLC-Politik nicht vertretbar. So, Spiel laden. Mal gucken, was ist denn der letzte Save gewesen? 79. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Dann haben wir angefangen in 55. Also es dürfte okay gehen. Wie gesagt, ich hab die Autosaves halt auf monatlich gestellt. Das könnte ich auch gleich mal schauen, ob das wirklich so ist.
Mein erster, dritter und so weiter habe ich ja gerade gesehen. Dementsprechend ist es, glaube ich, richtig. Mit monatlich. So, Spiel wird vorbereitet. Stimmt, ich weiß auch nie, warum irgendwie ein Spiel abstürzt. Verlorener Kriegsgrund. Das klingt doch schon mal nach, wir sind auf jeden Fall richtig. Guck mal. Ja, viel verloren haben wir nicht. Und ihr seid auch noch auf dem Weg. Warte, ich schau mal ganz kurz unter Einstellungen. Da, wenn ihr bei Einstellungen unter Gameplay geht, dann ist direkt der erste Punkt automatisch speichern monatlich. Ich kann es nur empfehlen. So. Ich weiß nicht, ob es wirklich... Ja doch, ich empfehle es einfach. So, im Late Game kann es vielleicht ein bisschen zu Hakeleien dadurch führen. Ne? Dass ihr da vielleicht ein bisschen seltener Autosaved. Falls ihr jetzt nicht gerade unbedingt den Beefy PC habt. Ne? Kein Wurst-PC. So, genau, du wirst ja ein Negierungsplanet. Wo ist er? Wo ist er? Ja, da ist er! Da ist ein Negierungsgießer! Ja, fein, ihr Mann! Ach, guck mal, der bewegt sich jetzt. Jetzt nicht mehr. Welche Station möchte er angreifen? Wie möchte er denn dahin? Schau, ich beobachte mal, was er jetzt tut. Ne, der möchte hier gerne die Station angreifen. Kann er hier durch Kamathi hindurch? Das weiß ich nicht. So, das ist der fortschrittliche Nachbrenner gewesen. Die kinetische Artillerie. Genau, das ist die verbesserte Artillerie. Wo ist er hin? Der ist weg. So. Holen wir uns mal ganz kurz dieses Thema. Dann gehst du nach Krakau um. Ja, passt so. War declared. Nicht mein Krieg. Das ist meine Hauptsorge, dass ich in einen Krieg verwickelt werde, für den ich keine Lust habe. Aber ich bin im Vergleich zu Flottenlogistiker, sehr schön. Ja, deswegen übrigens immer jetzt ein Admiral mit Flottenlogistiker nehmen, der plant das irgendwann schon alleine. Vasalisierung verlangen. Hat Grey vasalisiert. Ah, okay. Da ist, ist das ein normales Sterntor oder? Ja, das ist ein normales Sterntor, glaube ich, ne? L-Gate schaut anders aus. Nee, das ist ein L-Gate, was er da hat. Das wird interessant. Verteidigungsnetz, Supercomputer, ja. Nee, ich hole mir jetzt einfach hier das komplette Gebiet von ihm, weil ich kann. Der hat hier zwei L-Gates in seinem Gebiet. Der Holler, die Waldfee. Wir werden höchstwahrscheinlich gleich in Ostici uns treffen dann, ne? Irgendwas ist ausgelaufen, sehe ich gerade. Drohnenkampagne, Bildungskampagne. Ich kann die Netzüberlastung wieder reinnehmen. Ich kann die Produktionsziele wieder reinnehmen. Aber die Agrarsubventionen leider nicht. Ich könnte die Terraforming-Gase nehmen, damit die Terraforming-Geschwindigkeit runtergeht. Aber brauche ich es jetzt noch? Ne, eigentlich nicht, ne? Ach komm, ich mach's, weil ich's hab. Oh, zack. Mal gucken, was für ein Sprung. Weil eigentlich gilt das auch nachträglich. Vielleicht verändert sich der Balken halt wenig. Genau, sehr schön. Haben wir sie abgefangen in dem eigenen System. Oh, mir gefällt das gerade nicht. Das hat gerade ein bisschen länger gehangen, als ich wollte. Hostile Reactionaries engaged. So, 4,2K Flotte. Ja, da hat er gleich keine Flotte mehr. Schauen wir mal ganz kurz. Also wir könnten schon den Status Quo verhandeln. Ein Status Quo wäre, die Ansprüche, die wir haben, würden umgesetzt werden. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Also ich komme halt hier problemfrei durch. So, da ist jetzt seine Flotte wieder. Ich bräuchte halt vielleicht einfach nur noch eine zweite Bodenarmee. Weil ihr macht relativ wenig Schaden, ne?
So. Ihr bombardiert aber auch hier falsch. So, trotzdem kann ich mir noch eine zweite Armee aufbauen. Idealerweise eine Gegensoldatenarmee. Ne, machen wir mal so. Bis, genau, jetzt sind wir hier 14.000 Mineralien runter. Das dürfte gehen. Ich würde die auch gerne irgendwann dann integrieren, auf jeden Fall. So, das sind auch die letzten drei Planeten, die haben, sehe ich gerade. Wieso ist auf meiner Bergbauwelt wieder kein Job frei? Weil aktiv kein Job frei ist. Dann ersetzen wir dich durch ein... Achso, ich habe ja noch relativ viele Wohnungen, ne? Aber nicht, sobald ich den Schwarmdistrikt ersetze. Da sind die Probleme. Wie viele Gießereidrohnen-Jobs habe ich? So, wenn ich dich verbessere, dann habe ich... Also ich verliere jetzt erstmal 9 Wohnungen, dann bin ich auf 3 runter. Dann kriege ich noch ein paar dazu. Ich glaube, ich sollte vielleicht aufhören, auf dem Planeten neue Leute zu holen. So. Ist hier nicht ein Planet drin? Da! Mrakwo. Schaut's mit Armeen aus 300. 300! So, dann sag mal Hallo. Genau, wir haben jetzt deren komplette Flotte so ziemlich zerstört. Es gibt, gab nochmal ordentlich Punkte. Eieiei, das wird halt auch dauern. Wobei es geht. Okay, noch ein Krieg, der nicht meiner ist. Das macht mich auch sehr nervös. Oh, der... Oh. Oh, der ist halt einfach reingekommen mit den Schiffen, dachte sich so, ein letztes Mal, Jungs! Geronimo! Komplett Totenverderben. Alles vernichtet. Achso. Er hat die Wartungston nicht unbedingt. Falsch nutzen. Aber ich kann hier noch eine Schwarmbaute reinsetzen, ja. Dann mache ich das nicht falsch. Dann mache ich quasi wieder Wartungsdrohnen-Job und so weiter. So, kann ich auch einen Landwirtschaftsdistrikt nachsetzen. Nahrungstechnisch geht's gut. Energie und Mineralien ist auch voll okay. So, ab wie viel wird wieder einfach immer ein Ding reinschickt. So, der macht das schon. Das ist Jerry. Jerry kriegt das hin. das Mensch Mandate wurde von seinen Feinden zerstört. Okay. Ist passiert. Ihr Mandate hat Mifa gesagt. Wollen die haben? Auch da nochmal ein Schwarmbauch da rein. Ich würde halt auch hier ganz gerne die Schwarmdistrikte durch Bergbaudistrikte. Nicht durch Bergbau, sondern durch Nahrungsdistrikte. Ersetzen. Construction complete. So, zeigt uns eure Waren. Seht, die Gunst des Glückes ist unser vertrauenswürdiges Schlachtschiff. Achso, die möchten mir ein Schiff geben. Nicht interessiert, danke. Das Schiff ist eh Müll. Wahrscheinlich wird das jetzt gleich irgendwo in der Sonne fast verrecken. Der Klassiker halt. So, Defensivabkommen beendet. Erhöhte Leistung. Ach, weil die Arbeitslose haben. Gut, da bin ich ein bisschen schuld dran, ne? Ich zerbombe gerade alles. So, ach, der hat ja noch ein paar Sklavenarmeen. Das Schöne ist, die Sklavenarmeen werden halt relativ schnell sterben. Da die Verwüstung über 25% liegt, funktionieren planetare Inhibitoren nicht länger. Ab wann mache ich nochmal am meisten Schaden? Ah, den doppelten Schaden durch Bombardierung, ab jetzt. Es tut mir immer so ein bisschen leid, wenn ich da einfach... Weißt du, stellt euch vor, ja, chillt gerade irgendwie ganz gemütlich, ne, seid auf eurer Terrasse, schöner, geiler Sonntagmorgen, Sonne scheint, Vögel zwitschern, du hast richtig geile, belegte Brote vor dir und denkst so, nice, Leben könnte nicht besser sein. Und dann verdunkelt sich der Himmel ganz langsam. Und dann wirst du einfach mit Müll beworfen, weil irgendein Asek gesagt hat, nur ne Müll, damit kannst du besser deine Feinde vernichten.
Einfach, dass ich mit Mühe auf Gegner werfe, ist großartig. So, komm, jetzt könnte ich hier mal kurz landen. Striking at the lay of the oppression. Commencing workforce liberation. So, den Planeten geholt. Genau, dann holen wir jetzt einmal den hier. Guck mal, da fliegt der. Transportflotte 118, du. Triebtransportflotte 118. So, wie viele Armeen hat er hier? Quasi gar keine. Ich habe noch eine Forschung. Oh, die kinetische Artillerie. Sturmfeuer-Autokanone. Oh, die Verwüster-Torpedos sind aber auch gut. Ah, jetzt kommt halt der ganze Juicy-Schmu. Nimm mal die Sturmfeuer-Autokanone. Komm, ich kann die hier auch einfach ganz schnell runterschicken. Bei 100 muss ich jetzt nicht irgendwie... Ja, der hat er direkt danach gebaut. Bei 100 muss ich jetzt nicht irgendwie groß Angst haben oder so. So. Oh, der müsste doch schon ein bisschen Angst haben. Okay. So. Dann gehen wir jetzt hier einmal ganz kurz durch. Der hat jetzt keine Planeten mehr hier, ne? Nee, hier hat er keine Planeten mehr. Dann könnt ihr ruhig einmal hier schon landen. Ja, komm. Da könnt ihr ruhig landen. So, das ist das Verteidigungsnetz Supercomputer. Dann kann ich den planetaren Schildgenerator mitnehmen. Oder, ja doch. Ne, der ist in 13 Monaten fertig. Ne, die fliegen jetzt einmal hier rum. Dann holen wir uns Landin als letzte Welt. Währenddessen räumen wir hier nochmal auf. Das sind... LG, der hat 3 LG jetzt in seinen Grenzen. Na, ach du Kacke, ey. Was ist falsch bei dem? Wen hat er bestochen, um dieses Glück zu haben? Oder Pech, je nachdem, was hinter den LG jetzt in diesem Playthrough sind. Mehr Butzen. Butze. So. Warte, wie schaut das hier gerade aus? Achso, die Wartungsdrohnen werden immer noch gebaut, ja. Ne, beziehungsweise die Wartungsdepot-Kram. Ich glaube, ich kann 3 Generatordistrikte reinsetzen, ohne große Sorgen zu haben. Ne, der ist jetzt hier schon... Also der hat... Espreke und hier Freki. Wo ist Espreke? Hat er hier 2 drin? Das ist Espreke. Oder hat er hier noch irgendwo eine Welt, von der ich nichts weiß? Hat er irgend... Triggered. das Wurmloch ist das, ne? Okay, dann gehen wir gleich in TAE rein. Construction complete. So, und holen dann da hinten die letzte Welt, die er noch hat. Anscheinend. Falls wir das können. Ich bin mir unsicher, weil es ist ja noch unerforscht, ne? So. Dann gehst du dahin und nach TAE. Als letztes. Dass der noch 2 Welten hat, das ärgert mich jetzt wirklich. Aber da hinten ist auch so doof. Jo. Ah, goddammit. Warum musst du über Asmaid hineingehen, um mich zu ärgern? Warum konnte er nicht noch irgendwie den zuerst töten da hinten? Scientific progress attained. Eieiei. Dios mio. So, Verwaltungslimit. Wie gesagt, einfach immer auf Verwaltungslimits gehen, sobald ich kann. Dann bin ich nämlich fast gleich Verwaltungslimit, gleich Reichsausbreitung. Oder zumindest gleich. Kleiner, nah dran. So. Worte sind nicht unbedingt mein Forte. So, die Forschungswelt ist ganz so. Okay, reparieren wir mal das. Wobei, muss ich das wirklich reparieren? Wie viele Gase mache ich momentan? 11. Dann verbessern wir die beiden Forschungskomplexe. Commencing Workforce Liberation.
Dich kann ich auch nochmal verbessern. Was hast du denn hier zu bieten? Nicht jetzt, flieg weiter. Planetary Workforce liberated. So. Du fliegst nach Quifta und... Ich verstärke mal deine Flotte. Dann kannst du einmal hier umherwüsteln. Völlig losgelöst von der Erde. So, nehmen wir den Phasendisruptor mit, damit wir den fertig haben. Jetzt holen wir hier die Singularity nochmal eben schnell. So, da hat er... Trümmer in Chilie, was denn? Panzertorpedo, Disruptor-Auto, kleine Neutronium-Panzerung. Tachyon-Sensoren. Schaut okay aus. Du bist in Kirim gerade. Spezialprojekte machen. So, holen wir die Singularity. Ist jetzt die Frage, kriege ich dich da durchgeschickt? Nee. Dann erkundest du danach das natürliche Wurmloch. Damit ich durchfliegen darf. So, du gehst nach Quifta. Ich habe halt Sorge, dass der irgendwie hier durchfliegt und dann den Coil abfängt. Dementsprechend mache ich das nicht. Dass ich die hier da reinsetze, meine ich. Ankerplätze. Hier nochmal ein Logistikbüro. Und hier kann ich auch nochmal Ankerplätze und ein Ressourcensilo reinsetzen. So, ich bin relativ zufrieden damit, wie viele Legierungen ich momentan mache. Wobei ich hier noch immer unsicher bin, ob das wirklich gut ist, wie das momentan läuft, oder nur okay. Und ob ich nicht quasi noch mehr Legierungen machen müsste. Ah, jetzt ist es eine Gießereiwelt. Sehr schön. Wir machen gerade 34 nur. Das ist wenig. Dich kann ich immer verbessern. Wie viele Gase habe ich gerade übrig? 2. Oder flüchtige Teilchen. Gase ist eigentlich immer falsch. Ich nenne flüchtige Teilchen Gase, weil... das halt wie so eine Gaswolke für mich ausschaut. So, komm, nehmen wir jetzt mal den Titan mit. So, du folgst jetzt dem hier. Du machst da gerade deinen ganzen Kram, sehr schön. Kann ich jetzt schon durchzwingen? Nee. Esprekel? Hä? Ich hab doch Esprekel. Was laberst du? Okay. Hast du dem Planeten zweimal? Ne, manchmal haben die ja die Namensnennung gleich. Nee. Der baut ja aber eine kleine Flotte auf. Und ein 5,8er Sternbasis. Das ist gefährlich. Ich wurde beleidigt. Von wem? Ah, von Yfsorak. Die gerade voll eingenommen werden von Kormeth. Sind Kormeth, dass sie eingenommen werden? Hier, Kobarians to the Compact machen mir ein bisschen Sorgen. League of Kormeth. Ihr da, ihr hasst mich auch. Macht den Schluss für heute. Gute Nacht. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen, Abe. Ich hoffe, dein Abendbrot hat geschmeckt und ich wünsche auch dir eine angenehme Nacht. So. Mein Forschungsschiff, genau, fliegt jetzt einmal umher. Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark wie ein Tiger und so groß wie eine Giraffe. Oh. Wow. Wenn ich jetzt hier eine Schwarmbaut reinstelle, wenn ich die verbessere, dann kriege ich nochmal 6. Ich habe gerade keine Kristalle mehr. Das ist nicht gut, dass ich keine Kristalle mehr habe. Außer ich ersetze, ich glaube, ich kann die wirklich alle einfach ersetzen durch Schwarmbauten. So, 2, 3. So, das sind jetzt 18. Ich habe noch 2 Jobs übrig.
Dann kann ich zwei Bergbaudistrikte hinterher basteln. Und hier in Legierung 1 mit den Teilchen, die ich da neu bekomme, die einmal verbessern. Gut, und du kämpfst dich jetzt hier gerade durch Quadvi hindurch, ne? Ganz gemütlich. Für ihn nichts Schlimmes. Hast du jetzt eigentlich schon Schlachtschiffe bei dir drin? Nee. Du hast auch Korvetts verloren, sehe ich gerade. Aber du kriegst hier gerade ein Schlachtschiff, genau. Fliegt da einen schon hinterher, genau auch. Ja, schön. Mit 2,3 Schaden. Also 2,3k. 2,3 Schaden. Ja, ich habe hier voll starke Schiff, hat aber nur 2 Schaden. Hat Evandari eigentlich irgendwie... Er scheint keine Truppen oder sowas zu besitzen, ne? Ich kann eigentlich mal hier kommen, ein bisschen Station noch rein sammeln. Ach, der ist gerade auch noch in einem anderen Krieg, sehe ich gerade. Ja, easy. Hat er halt mit dem zu tun, ne? So. Dann hole ich mir einfach die ganzen Stationen, weil ich glaube, der hat wirklich gar keine Truppen mehr. Wunderbar. So, verkaufen wir... Beziehungsweise... Entschuldigung. So, ich verkaufe nochmal 10.000 Mineralien. Verkaufe nochmal 10.000 Mineralien, hol mir dafür 2.500 Legierung. Dann habe ich wieder Platz für beides. Hier muss ich hin gucken. So, du kannst back to base. So, wir haben ein... Der kann durch Sterntore reisen, oder? Oh. Oder ist er irgendwann durch Adomir hindurch? Warte, du hast mit mir momentan geschlossene Grenzen, ne? Ugh. So, kann ich dir nicht irgendwie Nahrung? Bist du? Oh, er scheint Nahrung zu mögen. Er scheint Nahrung nicht so sehr zu mögen, wie ich es gehofft hätte. Magst du Energiekredits? Nicht so sehr, wie ich es mir wünschen würde. Magst du Mineralien? Goddammit! Mag irgendwas! Oh, das tut weh, jetzt so viele Legierungen loszuwerden. Nehmen wir 800. So, öffnest du mir... So, nicht Angriffsversprechen schließen, ja? Sind meine Tore geöffnet? Kämpfe gegen irgendwas? Achso. Darf ich durch? Öffne deine Wege! Komm schon! Yes! Zeit für dein Ende. Also nicht von meinem Freund. Moin, Mr. Pascal. Was geht ab bei dir? Da, du, da, forschen. So, und du chillst jetzt einfach nach Hause, ne? Ich kann bei dir auch nochmal hier auf Stärken drücken. Eigentlich würde ich die gerne alle upgraden, aber dafür habe ich, glaube ich, nicht genug Punkte. Ach komm, ich habe deine Flotte gefunden. Ach, du hast hier sogar ein bisschen was zurückgeholt, sehe ich gerade. Ah. Construction complete. Irgendwie tut es mir jetzt leid, dass ich voll nach Feldersir reinrennen werde. Warte auf den nächsten Tag. Together we will build a brighter future. Ist nicht mehr lange zum nächsten Tag, oder? Nee, eine Stunde noch. Dann haben wir den nächsten Tag. Jetzt nehmen wir mal die Gardepunktverteidigung, weil die Eichen in Mitte mag ich nicht. Nice. Eine weitere Welt wurde von uns umgewandelt.